Hallo zusammen, mein Name ist Björn Schwarz und willkommen auf meinem Kanal. Ich komme gerade frisch aus dem Kino. Ich war wirklich vor 20 Minuten, saß ich noch im Kinosaal und habe mir angeschaut Asterix und Obelix im Reich der Mitte aus dem Jahre 2023. Und dieser Film geht ganze 112 Minuten lang, also knapp 2 Stunden. Ja, und auf diesen Film habe ich mich mehr oder weniger drauf gefreut. Ich bin großer Asterix-Fan. Ich bin mit Asterix aufgewachsen. Ich liebe die Comics. Über die Comics werde ich irgendwann auch nochmal ein bisschen drüber reden. Und die Realverfilmung haben ja wirklich einige Probleme. Aber wirklich einige. Nicht nur einige, sehr viele Probleme. Sie kommen bei weitem nicht an die Zeichentrickfilme dran. Bei weitem nicht. Bei weitem nicht. Aber jetzt haben wir den 5. Realfilm und ich mochte den 1. Realfilm. Asterix, Sieg gegen Cäsar, fand ich mega. Oder Asterix gegen Cäsar, den 1. Teil, ich fand ihn genial. Allein schon die Musik, es war alles noch ein bisschen ernster. Es war nicht so viel Schwachsinn drin. Dann passierte das, dieser Film damals nicht auf einen Comic. Es war spannend, es war klasse. Und danach bekamen wir wirklich 3 sehr schlechte Fortsetzungen. Also in Asterix Mission Kleopatra, Gottes Willen. Bei den Olympischen Spielen war wohl der schlimmste Teil von allen, also das war ein Drama. Der Film, boah, den habe ich einmal in meinem Leben geguckt, den werde ich auch nie wieder schauen. Und dann im Geheimdienst ihrer Majestät ging noch so, war auch nicht gut, nein, war auch nicht gut. Ja, und jetzt habe ich gedacht, es gab so lange keinen Realfilm mehr. Und hab gedacht, die lernen raus, dass man, weil die anderen Filme waren eine Parodie auf Asterix und Obelix. Es hatte gar nichts mehr mit den Comics zu tun. Die haben eine Comicvorlage, die so gut waren und haben da einen Film hingerotzt. Das war eine Parodie auf Asterix, die Realverfilmung, außer den 1. Teil. Der Rest war wirklich eine Parodie, die, ich habe Asterix und Obelix da einfach gar nicht mehr wiedererkannt. Nein. Ja, und deswegen hatte ich so Angst, diesen neuen Film zu schauen, weil es ist eine ganze Zeit zu dem letzten Teil vergangen. Gerard Depardieu spielt ja nicht mehr den Obelix, sondern der wird jetzt gespielt von Giles Lelouch, so heißt der, glaube ich, ja. Und wir haben diesmal auch keine Comicvorlage, so wie bei dem 1. Teil. Und danach kam der Trailer raus, der 1. Trailer, und da hatte ich Angst, weil der war schon wieder so klamaukhaft, schon wieder so parodiemäßig. Ich dachte, ha, schon wieder so ein Kackfilm, schon wieder so eine scheiß Realverfilmung. Und dann habe ich von vielen YouTuber die Kritiken mehr oder weniger, ich habe sie mir nicht immer ganz angeschaut, sondern immer nur, ich wollte nicht so viel gespoilert werden, und habe mir die Kritiken angeguckt und angeschaut, und die sind ja alle schlecht. Die Überschriften, die sollen sein lassen, schlechtester Film und so weiter und so fort. Die Kritiken im Internet, alle schlecht zu diesem Film. Und ich hatte wirklich Angst, richtig enttäuscht zu werden. Aber ich habe mir selber jetzt ein Bild von gemacht. Ich war drin und habe mir das angetan. Und ich muss sagen, ich war gar nicht so enttäuscht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war gar nicht so enttäuscht. Ich habe mir das, so wie die Kritiken waren, habe ich mir den Film wirklich viel, viel, viel schlimmer vorgestellt. Umso einige schlimmer. Es hielt sich sogar noch alles ein bisschen in Grenzen. Er war schon drüber, es war auch wieder eine Parodie, mehr oder weniger. Aber es ging noch. Also was schön ist, diesmal konnte ich gar nicht großartig enttäuscht werden, denn dieser Film passiert halt nicht auf eine Comicvorlage. Also ich kannte die Geschichte schon mal nicht. Das hat einen Vorteil. Da kann ich schon nicht enttäuscht werden. Und der Film mit neuen Schauspielern, die Schauspieler in diesem Film, die geben eigentlich alles, nur das Drehbuch gibt halt nicht viel her. Also die Schauspieler, die haben schon was drauf, aber die, ich weiß nicht, was sie da immer versuchen mit den Asterix-Filmen. Ich weiß, sie sollen Kindheit, also sollen für die Kinder sein, damit die Kinder sich das anschauen, aber das ist ein Humor, der altbacken ist. Also es ist halt einfach, wenn wir eine Taube losschicken und das soll dann eine SMS werden oder eine WhatsApp-Nachricht, wo der dann so die Taube dann dieses Vibrationsding da macht, so brr, brr. Ja, die Kinder so bis 6 Jahre, 8 Jahre schmunzeln darüber, wir Erwachsene schämen uns da ein bisschen drüber. Dann haben wir das ganz normal mit den Namen, das haben wir aber
auch in den Zeichentrickfilmen, das haben wir eigentlich auch in den Comics immer. Wir haben da Titanics oder Dancing Queen oder wie sie auch alle heißen da. Keine Ahnung, wie sie alle heißen, die Namen. Also das passiert die ganze Zeit. Dann haben wir auch hier einen Gaststar dabei. Wie heißt er nochmal, der Fußballspieler? Zlatan? Zlatan? Ja, der spielt ja auch mit. Er spielt da den Antivirus. Ein großer römischer Kämpfer. Das sowas Ähnliches hatten wir auch schon mal bei dem Film Olympischen, bei den Olympischen Spielen mit Michael Schumacher. Ein paar Gäste da mal einladen. Ja, der Film ist jetzt nicht, ich werde jetzt nicht spoilern, ich brauche über die Geschichte großartig nichts erzählen. Wir haben hier halt nur ganz grob, was man auch im Trailer sieht. Wir haben da die chinesische Prinzessin und ja, sie muss beschützt werden, weil alle wollen Kaiser von China werden und dann werden die Chinesen tun sich da mit Cäsar zusammen, um da China zu erobern. Die Prinzessin hilft, fragt den Gallier, ob sie die helfen können. Und ja, dann haben wir ein kleines Abenteuer, was eigentlich ganz nett ist. Also man kann sich den Film anschauen. Man kann sich den anschauen. Man kann hier und da ein bisschen schmunzeln. Wir haben ein kleines Abenteuer. Das ist eigentlich alles relativ okay. Wir haben die Piraten hier drin. Also wir haben hier eigentlich alles. Wir haben das gallische Dorf. Wir haben Trobadix. Wir haben Majestix. Wir haben Edefix. Wir haben eigentlich alles, was man braucht. Wir haben Cäsar. Wir haben Kleopatra. Da ist alles in Ordnung. Wir haben hier ja eine durchschnittliche Okay-Geschichte von Asterix und Obelix. Wir haben einen durchschnittlichen Film, der aber besser funktioniert als die letzten drei Fortsetzungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt den ersten Asterix-Film, der immer noch der beste ist von allen und danach würde ich schon auf Platz 2 diesen Film setzen, weil die anderen drei waren wirklich, das ging gar nicht, was sie daraus gemacht haben. Der Film war, er war was anderes, sag ich mal ganz ehrlich. Also wir haben hier Kung-Fu-Szenen drin, wir haben hier ganz normal die Kloppereien, wir haben am Ende ein großes Finale mit den Römern, mit den Chinesen und alles drum und dran. Wir haben hier, der Film ist mehr oder weniger sogar eine Liebesschnulze, es geht den ganzen Film nur um Liebe. Also Obelix verliebt sich, Asterix verliebt sich, alle verlieben sich, die chinesische Prinzessin verliebt sich, alle sind verliebt in diesem Film, alle sind verliebt. Aber das eigentlich manchmal auch ziemlich witzig ist, ist okay. Ist okay. Valhalla haben wir auch dabei, die eifersüchtig ist, weil Obelix sich verliebt hat. Ja, wir haben jetzt hier keinen mega tollen Film. Das ist wirklich so ein Film, den guckt man sich an. Man guckt sich den zu Ende an, man vergisst den Film sehr schnell. Aber man kann sich den angucken. Danach ist das auch gut, wenn man sich den danach nochmal jemand anguckt. Es ist eine nette Unterhaltung. Also ich sag mal so, ich wurde unterhalten. Ja, wurde ich unterhalten. Als Asterix-Fan war es okay. Es war nicht zu drüber wie die anderen Filme davor. Es war trotzdem eine Parodie, aber deswegen, der Film hat sehr viele Probleme. Ihr wisst, wovon ich spreche. Aber ich muss jetzt so sagen, ich würde den Film jetzt nicht vernichten wollen in dieser Kritik. Nein, das kann ich in diesem Film nicht machen. Die anderen Filme davor hätte ich vernichten können. Er hat schon ein paar gute Momente. Ja, es war okay. Wenn ich den Film jetzt bewerten sollte, von der Skala 1 bis 10, wie gesagt, er ist durchschnittlich. Also es ist wirklich, die haben wirklich noch alle Probleme mit diesen Realverfilmen. Man sollte sich den ersten Film nochmal angucken und in dieser Chemie diese Filmreihe weiterführen und nicht in so eine Parodie. Und ich gebe diesem Film einfach 5 von 10, 5,5 Punkte von 10. Ist okay. 5,5 Punkte gebe ich denen. Ja, man kann sich den anschauen. Asterix-Fans werden hier und da natürlich enttäuscht sein, genauso wie ich auch. Aber es gibt auch tolle Momente in dem Film, das hat der Film auch. Und falls es mehr Realverfilmungen geben sollte, sollte es ein bisschen ernster werden. Schon für Kinder gemacht, für Jugendliche, klar, aber auch für die Leute, die damit aufgewachsen sind. Und es soll
ein bisschen besser werden. Es sollte ein bisschen besser werden. Die haben so ein großes Budget zur Verfügung. So ein großes Budget. Was der Film halt hat in 2 Stunden. Er hat einige Längen. Er hat einige Längen auch. Ja. Also, was man verkürzen hätte können oder das irgendwie anders gestalten hätte können. Aber es ist okay. Es ist okay. Es ist so ein Asterix und Obelix guckt man sich auf den Sonntagmittag an oder auf den Abend so mit den Kindern zusammen um, sagen wir mal, abends um 18 Uhr, 20 Uhr. Danach geht man im Bett und man wurde gut unterhalten und das bietet der Film schon. Die Kinder werden damit Spaß haben, die Erwachsenen würden sagen, war okay, kann man sich angucken. Ja, genau. Mehr oder weniger ist es nicht. Es ist für Asterix und Obelix halt, es ist so ein großes Ding. Eigentlich. Und der Film hätte mehr rausholen können. Weil es nicht auf einem Comic passiert. Also, es hätte mehr rausholen können, was es nicht getan hat. Es wird sehr viel, zu viel liegen gelassen einfach. Ja, ja. Aber es war okay. Es war nicht so schlecht, wie ich die Kritiken gehört habe. Deswegen ist das eine durchschnittliche Kritik von mir. Genau. Falls ihr mehr Videos von mir und Kritiken sehen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Bis dann. Ciao.